Hallo und willkommen zu Space Engineers. Ich weiß gar nicht, Folge 54, 55? Auf jeden Fall sind wir ja schon über Folge 50 hinaus. Deswegen gibt es auch von mir mal ein nicht funktionierendes Hallo. Okay. Aus meinem tollen Tron-Anzug. Freunde unserer Sendung erinnern sich bestimmt noch an das Prima-Thema der letzten Woche. Also gestern. Wie ich mit etwas stümperhaften Methoden hier unseren Reaktorgraben vorbereitet habe und dafür erstmal dieses völlig nutzlose Drohnenschiff gebaut habe, das mir nichts gebracht hat, weil dieser blöde Bohrkopf, beziehungsweise, nee, der Schweißgerät, das leider keine unterschiedlichen Größen für große und kleine Schiffe hat und deshalb war das nicht so eine tolle Sache. Aber nun ja. Da sitzt ja einer drin. Ja. Was soll das? Allerhand, ne? Aber hallo. Oh, ich habe eine Idee, wo ich jetzt schon weiß, wie man Schiffe benutzt, die quasi kopflos arbeiten, also die kein Cockpit brauchen, könnte ich ja ganz perfide ein Schiff bauen, das einen großen Bohrkopf hat, also ein großes Schiff, das nur aus einem Antrieb und Dingenskirchen besteht. Das Blöde bei den Antrieben ist natürlich die Tatsache, dass die in jede Richtung müssen. Ich möchte anmerken, dass du unser anderes Schiff hier gerade richtig blöd positioniert hast. Ich stell das mal kurz um. Ja, ich kann dir doch helfen. Ich bin dein Freund. Ja, das sehen wir noch. Da. So. Was mache ich denn in der Zeit? Das ist jetzt die interessantere Frage. Du könntest beispielsweise wir hatten ja überlegt, jetzt, du hattest ja diese Mod runtergeladen. Ja, genau. Ja, stimmt, ich habe ein paar Mods runtergeladen. Das wollte ich, ich habe ja noch mehr runtergeladen, das erwähne ich mal kurz. Man hat es, glaube ich, schon gesehen. Diese tollen, durchsichtigen Türen, die finde ich super, vor allem, weil die mit den Blöcken auf Kante abschließen und nicht in der Mitte, was optisch dann doch nochmal einen ganz anderen Effekt bringt. Die habe ich hier im Moment erstmal überall. Ich einfach finde, dass das besser aussieht. Irgendwas farblich nicht. Ist der Block? Ich meine nicht hier an. Nee. Ja, also die habe ich jetzt erstmal überall eingebaut. Ich finde sie ganz schick. Wie gesagt, vor allem wegen der Sache, dass sie auf Kante abschließt. Das hier ist die einzige Tür, die hier noch steht, die mittig ist, weil sie hier einfach auch gut passt. Ja, und hier haben wir leider immer noch die hässlichen Dinger, aber. Azimuth Modpack. Das habe ich mir auch mal runtergeladen, weil es auch unter anderem in den beliebtesten Mods diese Woche war. Da sind wir uns aber noch nicht einig, was wir damit machen wollen. Oder ob wir sie überhaupt verwenden wollen, weil sie ändert dann doch allerhand. Müssten wir uns halt jetzt mal in Ruhe anschauen, was sie denn tatsächlich ändert. Ja, ich sehe hier schon einige Sachen. Also bei einigen Sachen geht es einfach nur ums Design, zum Beispiel beim Erdscanner oder Sauerstofftank, Sauerstoffgenerator, solche Sachen sind dabei. Dann sind hier aber auch jede Menge andere Schubdüsen dabei und neue Waffen. Und natürlich, also wenn man sich das jetzt mal anguckt hier, ich halte das mal hier gerade irgendwo hin, wenn ich was sehen würde. Also sowas als Assembler ist halt schon so eine Sache für sich, ne? Weil der nur einmal einen Block groß ist und das verändert dann natürlich schon einiges. Ja. Abgesehen davon schadet es auch einfach der Übersichtlichkeit. Also, Eine Sauerstoffflasche ist ja nicht. Wenn wir da irgendwie zigtausend Sachen haben, ich finde das teilweise jetzt schon etwas kritisch. Vor allem Sachen, die man halt größtenteils nicht braucht, aber ich werde mich mal dem weiteren Ausbau unseres Treppenhauses widmen und dafür muss ich einmal unser Sauerstoffventil auf Absaugen stellen, damit wir hier nicht, also damit ich hier in Ruhe arbeiten kann einfach. So, dafür muss der Tank auf Vorrat gestellt werden. Direkt da mal kurz die Frage, weil ich ja hier auch gerade am Bohren bin für die neue Reaktorbucht. Jetzt können wir jetzt mal gerade zusehen, wie der Sauerstoff abgesaugt wird. Und weg. Oxygen non. So, der Tank ist auf Standby. So, dein. Genau, mit der Reaktorbucht. Die Frage ist, wie tief müssen wir denn dann hier überhaupt bohren? Eigentlich nur nochmal eine Schicht tiefer, damit wir das ja unten dicht machen können. Ja, quasi. Okay. Untergrabe ich jetzt mal hier unser Treppenhaus.
Macht das. Ich werde derweil hier schon mal die Sachen wegbohren. Ich fände es ganz cool, eventuell, wenn wir quasi den Fußboden hier entsprechend einfärben. Also wenn wir hier vor allem, da das ja quasi dann die sozusagen der Heizkeller ist, ne? Also das Reaktorebene klingt irgendwie cooler, aber okay. Ja, ich wollte halt auf den maschinellen Charakter dieser Ebene hinaus, dass wir dann den Boden vielleicht anders einfärben. Und vor allem die leichte Panzerung lassen und nicht interne Mauern da setzen. Kann man machen. Wie würdest du ihn denn einfärben? Was gibt denn die Farbpalette hier so her? Also vor allem an den vordefinierten Farben, weil die, wenn man selber eine Farbe einstellt, ist immer so schwer zu treffen. Und die vordefinierte Farbpalette gibt leider nicht so viel her. Ich würde überlegen, vielleicht in einem Blau, aber nicht in diesem Babyblau, sondern in einem deftigeren Blau. Ich demonstriere das mal gerade. Hier, so. Ach du Schande. Ja. Ultramarin. Mhm. Dann werde ich das schon mal hier tun jetzt. Wie? Sekunde. Hallo, hey, stopp. Ja? Wir sind nur noch beim Überlegen. Ach so, ich dachte, du warst schon einverstanden. Nee, ich habe nur gesagt, sieht nicht schlecht aus. Es geht natürlich auch immer dein Favorit. Nee, ich hätte jetzt gerade irgendwie Orange gesagt, das widerspricht natürlich dem gerade von dir vorgebrachten Punkt. Hier ist Silikon. Das ist ganz gut, wir brauchen nämlich welches. Dass wir dann möglichst eine vordefinierte Farbe haben wollen. So in etwa? Irgendwie sowas, ja, das finde ich doch gar nicht so verkehrt. Ja, das mit der vordefinierten Farbe ist halt so. Jetzt habe ich das Fenster ausgesehen ungefähr. Ist halt so eine Sache, ne? Das muss nicht unbedingt sein, sag ich mal. Man kann sich das ja dann merken und im Zweifelsfall stellst du halt von Hand nochmal nach, dann kriegst du vielleicht nicht jeden Block mit, aber wichtig ist ja, das sind ja auch nur die Blöcke, die du sehen kannst. So. Ich entschuldige mich übrigens für dieses furchtbar grässliche Bohrbild, was ich hier gerade ablege. Das ist sehr, sehr unsauber gebohrt. Ja, aber es geht ja jetzt erstmal vornehmlich um den Platz. Ja, aber normalerweise lege ich eigentlich Wert darauf, dass das sozusagen auch schön sauber gebohrt ist, aber irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Tja, so ist er. Interne Panzerung bräuchte ich noch ein wenig. Da habe ich hier ja meinen tollen Geheimgang. Zuschauer wissen Bescheid. Mumi nicht. Ich sehe das sehr wohl. Ja, aber du warst nicht bei der Entstehung dabei. Du bist keiner von den coolen Kids. Bin ich irgendwie gerade ganz froh drüber. Also du hast ja hoffentlich den Rohbau hier mit den internen Mauern gesehen, wohin meine Vorstellung geht. Ja. Weil ich gerade die Befürchtung habe, dass das hier zu schmal ist. Ach nee, das habe ich ja noch gar nicht so weit ausgebaut. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ich tue mir schon mal die interne Mauer wieder da rein. So, das müsste ja jetzt platztechnisch reichen, oder? Von der Tiefe her. Ja. Ah, Bedrohung. Ja, ich denke schon. Vielleicht passt ja hier auch, das muss ich mal zeigen, dieser andere Türblock, den ich noch eingebaut habe. Das Large Gate, das passt hier aber leider nicht hin. Aber das würde ich auf jeden Fall auch noch gerne mal irgendwo anbringen. Das wäre natürlich auch noch sehr schnieke. Na, wenn das dann Gate? Oh. Boah. Nicht witzig. Doch. Nein. Einfach nein. Und so. Schmeißen wir mal weiter hier. Das ist immer so eine Schweißarbeit. Mit den internen Mauern. Die brauchen so ewig.
Was machst denn du da jetzt eigentlich noch? Ich bohre. Hilf mir doch lieber beim Schweißen. Nee. Ich hab's nicht so mit Schweißarbeit. Nee, ich versuche das gerade ein bisschen sauberer hier zu machen, weil irgendwie stört mich das alles. Aber ich muss gestehen, ich krieg's gerade nicht so richtig hin, weil ich einfach die Kanten nicht sehe. Das ist für die Betroffenen ärgerlich. Das war jetzt eine vornehme Formulierung für, was interessiert mich dein Elend, ne? Ja. So. Deine Rückleuchte gibt dir gerade einen interessanten Schein ab. Tja. Jetzt wollte ich dich schön mit ins Bild kriegen beim Schweißen, aber leider bist du außer... Also leider ist hier kein Platz mehr. Aber wir müssten auch mal bald wieder auf Rohstoffjagd gehen, Ruckel. Denn es wird etwas eng oben. Was meinst du mit oben? Ja, bei den Raffinerien. Okay. Ja, ja. So, jetzt habe ich das erstmal gebaut. Ich glaube, dann mache ich mich jetzt erstmal an den Boden, okay. Weil ich ja zur optischen Abwechslung habe ich einen kleinen Vorschlag gemacht. Und damit das hier auch mal, damit hier auch mal ein bisschen was anderes reinkommt, optisch. Zur optischen Abwechslung kommt hier optisch mal was anderes rein. Und deshalb, ja, gehen wir das mal an. Die Frage ist, nehmen wir dafür Rampenblöcke oder Treppenblöcke oder Fensterblöcke? Also diese schrägen Fenster? Nee, ich würde dafür die Treppe nehmen. Eine ganz normale, also die Zweiertreppe. Die 2x1, die ist mir eigentlich zu lang. Ich hätte eigentlich gern... Lass uns doch bitte erstmal den Boden machen. Ja, das will ich ja gerade. Ja, aber den machst du ja nicht mit einer Rampe oder der Treppe, sondern du machst den mit dem Boden. Ja, das ist wohl wahr. Oh, Energiemangel. Das wollen wir natürlich beheben. Mein Sauerstoff wird auch langsam knapp. Aber noch ist ja was in der Flasche. Tja, wenn man mal so an die Anfänge zurückdenkt, wie diese Höhle aussah. Ja, da hatte ich doch schon einiges getan, das stimmt. In der Tat. So, machen wir erstmal bis dahin. Ja. So. Und das Schiff bastelt schon wieder. Welches? Na, welches wohl? Das, was du an die Fensterscheibe festgenuckelt hast. Können wir das einfach irgendwo im Raum treiben lassen? Ich finde das total anstrengend. Weißt du, es rastet bei dir gerade nicht aus, aber bei mir tut's das und das ist nicht so cool. Tja, dann mach mal. Das gefällt mir so nicht. Da muss nochmal der Handwerker ran. Hallo, sammel da. Achso. So, das hat doch schon mal mehr Stil. Alldieweil bringe ich gerade mal Krempel zurück. Eisenschmerz. So, jetzt mal eben das ganze Eisen mitnehmen. Passt. Schön. Und ich tausche gegen nicht Licht aus, sondern frische Stahlplatten. Danke. So, das Schiff ist wieder in Position und wirft aus. Und jetzt bewege ich mal den Träger um. Nein.
Aber vorher. So, wollen wir mal gucken, dass hier alle alles versorgt ist. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Ein bisschen was an Stahlplatten. Theoretisch sollte man jetzt mit dem Träger doch rankommen. Mit dem Schweißschiff. Ja, ist halt gerade nicht nötig, ne? Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Unsere Reaktoren sind in Blau. Wärst du damit so einverstanden? Ich guck gerade. Ich lasse jetzt extra mal den Rohbau, außer beim Boden. Da kann ich hätte ihn fast jetzt eher mittig hingetan. Also vom Treppenhaus aus gesehen. Ja, aber ich habe den extra da so eingebuchtet. Dann kann man hier noch Gänge ab, also kann man hier noch weiter, ja, in die Rechte gehen. Dann kannst du so richtige Energiereaktorkernen reinmachen. So wie der komische Warpkern aus Star Trek 11. Wo er sagt, sie schmeißen den Warpkern ab und dann kommen da lauter kleine Miniteile raus. Das passte irgendwie nicht zusammen. Ja, dann ist es halt ein Nukleus, mein Gott. Mir fällt gerade ein anderes Problem auf, bevor du jetzt hier weiter am Basteln bist. Komm mal bitte kurz her. Ja. Ich bin im Treppenhaus unten. Ich seh's. Wenn wir hier, was ich doch wichtig fände aus ästhetischen Gründen, eine Schräge hin tun würden, wie wir es hier oben auch hingetan haben. Ja, dann würden wir nicht mehr rauskommen. Deswegen habe ich die Schräge da extra weggelassen. Ja, das sieht aber scheiße aus. Ja, geht aber nicht anders. Doch, es würde sich dadurch vermeiden lassen, dass wir die Tür dorthin tun. Ja, das könnte man machen. Ich fände das zwar dann immer noch irgendwie dämlich so, aber... Das ist halt schade, weil deine Idee grundsätzlich ziemlich gut ist. Die dahin zu stellen, aber andererseits lässt sich das nicht vermeiden. Einzige Alternative ist, die mir aber ehrlich gesagt nicht gefällt, vor allem weil es nicht zum Interieur passt, dass man hier einfach eine einfache Schräge hin tut, also so einen schrägen Block, aber das wäre ein Panzerblock und der passt dann irgendwie optisch nicht. Ja, fällt übrigens gerade ein, dass ich aus ästhetischen Gründen hier nochmal was machen muss, was mir gerade tierisch auf den Sack geht. Was gar nicht klappt, weil ich viel zu viel Krempel dabei habe. Okay, dann muss das nochmal weg. Nein, stopp, du meinst die Naht garantiert, ne? Naht? Ich will eine Naht wegen der Farbe. Ja, genau. Ja, ich finde die tatsächlich an der Treppe ganz okay. Färb doch einfach nur diesen einen Block hier um. Ja, die will ich, da komme ich aber nicht ran. An dem Block kommst du ran? Nee, da ist das Fenster. Warte, ich weiß, wie ich das mache. Ach so. Oh. Die gehen schneller abzubauen. Pass auf, du fällst ja gleich durch. Das war Absicht. Okay. Huch, das ist eine falsche Farbe. Aber ein schönes Blau. Ja, das ist halt das Reaktorblau. So, und wieder hin mit dem Teil. Guck mal, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann ist sie richtig schön eingefasst hier. Dabei ist, glaube ich, die Einfassung quasi Ursache des Blocks selber, weil... Ach nee, da kam ich von unten auch gar nicht dran. Ja, schon gut. Aber nicht gut, von außen jetzt einfärben, sonst... Nein, das war nicht der Plan. Also du bist hier einverstanden mit der Platzierung des Reaktors hier, ja? Grundsätzlich erstmal schon. Warte mal ganz kurz bitte ab. Gibt natürlich noch Weil das sollten wir schon zu Ende durchdenken hier, ne? Ja, der nächste Punkt ist nämlich derjenige, dass wir da ja auch mit dem Förderleitungskram drankommen wollen. Wir könnten natürlich uns einfach hier runterbohren und dann von deiner Leitung, die irgendwann mal die Munition transportieren sollte. Das tut sie ja theoretisch schon. Ja, wenn wir welche produzieren würden, was wir übrigens mal tun könnten. Diese Leitung könnte uns dann auch den Reaktor oder die potenziellen Reaktoren mal versorgen. Deshalb, genau, das war einer der Punkte, weshalb ich den Reaktor genau unter den... Hauptspeicher tun würde, den vorderen, den wir ursprünglich gebaut haben, weil du dann einfach nur ein Loch durch die Decke machen musst und da eine Leitung reinpackst. Fertig. Wir haben keinen Nickel mehr. Wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was
sollten wir uns mal drum kümmern. Aber ich denke, dir ist jetzt mein Problem klar. Ja, durchaus. Drum würde ich vorschlagen... habe ich das sauber gebohrt hier an einer Stelle. Das ist echt... Schön. Ja, wie gesagt, darum würde ich nämlich echt sagen, dass wir das doch wieder traditionell machen. Was natürlich... Warte mal... Also der Boden ist auf jeden Fall schon mal so in Ordnung. Der Boden, ja. Es kann allerdings sein... Ja, ganz ehrlich, dann müssen wir zu meiner ursprünglichen Idee rum, wenn wir diese Schräge wirklich jetzt machen wollen. Dann müssen wir die Treppe, das Treppenhaus noch eine Etage runterziehen, einen Block. Das ist ja blöd. Dann lass uns doch stattdessen... Das wäre halt ideal, weil dann hast du wirklich den Ausgang hier, ne, quasi ja, parallel, wie auch auf der Ebene 1 höher. Und dann geht man hier rum und hat hier den Reaktorzugang. Wir könnten natürlich auch einfach das so lassen, also zumindest was die Bodenhöhe hier jetzt angeht, hier alles noch einen höher setzen vom Boden her und den Reaktor dann halt so einsenken in so eine Kuhle jeweils. Dann hast du hier halt, ich mach das mal provisorisch dahin, hast du hier halt so einen provisorischen Gang, also hier ist falsch. Ich zeig dir mal mit Rohbau, wie ich mir das gerade vorstelle. Also hier, das lässt sich ja dann auch noch beliebig in die Richtung erweitern nach vorne. Dann könntest du mehrere Reaktoren aufreihen. Und dann machst du... Warte, richtig platzieren. Nee, das war falsch. Ja, das ist mir schon klar, dass du das so überlegt hattest. Ja. Ich wollte es nur nochmal visualisieren. Das löst aber unser Problem mit der Tür nicht. Was jetzt die Hauptfrage ist, weil das ist mir klar, dass du das so machen wolltest. Was wir natürlich auch machen können, ist die Tür einfach auf die andere Seite machen. Was meinst du mit andere Seite? Hier, wo die Fenster bereit sind, die übrigens komisch eingefärbt sind. Ja, das eine hat eine andere Farbe als die anderen zwei, ich weiß. Das ist nicht so dramatisch. Alternativ. Warte mal. Jetzt haben die Teile dafür. Die gleiche Farbe. Geh mal bitte hier kurz aus dem Bild. Ich kann den gar nicht setzen, weil mir die Teile fehlen. Okay. Was willst du denn setzen? Einen internen Panzerungsblock und zwar hier, also wo mir drin. Mich stört das halt. Ich auch nicht die Teile dabei. Was mich halt gerade wirklich elementar stört, ist, dass die Treppe so komplett ungestützt frei hängt, weißt du? Also an der dünnen Stelle. Das sieht total scheiße aus. Ja komm, dann lass uns das Treppenhaus noch einen tiefer ziehen, aber dann muss ich den ganzen Boden hier nochmal tiefer machen. Oder wir bleiben dann einfach insgesamt auf der Höhe und senken die Reaktoren nur extra ein. Tief genug gebohrt dafür. Ich würde einfach auf der Höhe bleiben und dann machen wir einfach so ein... Du kannst doch hier so einen komischen, so eine Gangway machen außenrum um den Reaktor, dass man auch an den Reaktor rankommt. Ich würde den Reaktor auf dieser Höhe lassen. Ich habe aber gerade noch eine andere Idee gehabt bezüglich des Dingssystems, des Förderleitungssystems. Wir bohren hier noch einen tiefer, also in die Richtung, hier. Ja. Dann können wir den Reaktor 1 nach hinten versetzen und den direkt per Förderleitung an den Frachtcontainer anschließen. Deshalb hätte ich ihn eher unter den anderen Container gesetzt. Ja, aber dann steht er hier so weit vorne, das finde ich ja doof. Und? Das finde ich doof. Ich hätte den gerne nach hinten. Also ich hätte den gerne hier, dass du hier halt rauskommst und dann stehst du nicht direkt vor dem Reaktor, sondern dann stehst du halt hier und guckst. Ja, nee, dann lass das so machen. Einen Gang. Dann lass das so machen, das ist dann die einfachere Lösung. Gut, dann reiß den Kram nochmal kurz ab und ich bohre das kurz beiseite mit dem Presslufthammer. Ja, warte, hilf mir mal gerade beim Abbohren, beziehungsweise warte mal, kommt da nicht sogar unser Träger hin? Weil die interne Panzerung das Problem ist. Warte mal. Ich weiß nicht, ob du den Träger durch den Zugangstunnel hier bekommst. Das werden wir jetzt rausfinden. Nein, so bleibst du hängen. Ja, ich war gerade in der Cockpit-Ansicht. Ja, das solltest du prinzipiell lassen. Achtung, gleich rechts. Warte. Also von dir aus gesehen rechts, ne? So, jetzt sollte passen. Ja, von mir aus gesehen rechts, war mir schon klar. So. Leuchte mir mal, weil das Schiff ja keine Scheinwerfer hat. Ich hab die Scheinwerfer an. Ja, du musst mir leuchten. Ich weiß ja nicht, wo ich hinleuchten soll. Auf die Wände, die ich gerade ab... Auf diese? Ja. Jetzt muss ich... Ja, mach die mal kurz alle hier weg. Das ist gerade ein bisschen irritierend.
Das geht nämlich mit dem. Vorsicht, die haben einen gewissen Radius, ne? Nicht, dass du den Boden wegbohrst. Das ist die Decke übrigens. Das ist aber auch der Boden. Ja, aber von hier aus gesehen ist es die Decke. Das wird für mich immer der Boden sein. Außerdem gibt es im Weltraum keinen oben und unten. Stich. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich säg mal kurz das Orientierungsloch für den Zugang zum Reaktor. Das ist nicht das. Es hat gerade geklingelt. Ich lasse mich mal kurz hier in deiner Beobachtung hier und werde mal kurz zur Tür gehen. Einen Moment. Oh, wir sind gerade über die Zeit rüber, merke ich gerade. So. Wie praktisch, dass ich jetzt direkt in diesem Loop bin. Dann komme ich nämlich direkt an die Bauteile, die ich brauche für die Förderleitung. Ich bin ein Fuchs. Energieblöcke, warum ist sie denn? Warum ist sie denn Hände? Digi? Achso. Ah, das ist dieses Large Gate, das sieht ja fett aus. So. Hallo, ich bin wieder da. Furchtbar. Jetzt hat man leider wahrscheinlich nicht so viel gesehen von dem, was du tust, aber. Ich habe sowieso gerade Selbstgespräche geführt, das sollte für die meisten Leute reichen. ich bin auf jeden Fall wieder da. Hast du mal ein bisschen alleine moderieren dürfen. Na, super Urlaub. So, was brauchen wir denn? Eine Stahlplatte? Habe ich zufälligerweise welche da? Herstellungskomponente. Weißt du, was wir vor allem brauchen? Mehr Explosionen. Na, so ähnlich. Mehr Platz. Was sagt eigentlich die Uhr? Wir sind fertig. Ja, dann lass uns noch schnell hier die Wand vertiefen. Ne, wieso? Lass das doch so. Das ist doch ein guter Abschluss jetzt. Ja, jetzt bin ich schon dabei. Du weißt doch, ich nehme gern den Schwung direkt mit. Dann kann man in der nächsten Folge direkt mit dem nächsten weitermachen. Und 8 Motoren und nochmal 4 Panzerglas. Mancher. Ich begrüße Sie. So, und das hatte die Farbe Rot, wenn ich mich recht entsinne. Förderband, ja. Jo. Bis auf das Sauerstoffgedöns. Was ist das denn hier? Wieso ist denn da Eisen im in der normalen Raffinerie? Das finde ich ja überhaupt nicht knorke. So, jetzt wissen wir direkt schon mal, wo wir den Reaktor hinpacken müssen. So, dann hast du schon die Wand weggehämmert, ja? Hammer time! Ja, ich habe mich schon ein bisschen darum gekümmert, dass da hinten Dings wegkommt. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, das dürfen wir nicht vergessen. Dabei höchst unsauber gebohrt. Ja, ich habe das halt nur gemacht, damit Platz ist. Aber das können wir ja dann in der nächsten Folge uns vornehmen. Was ich jetzt nur noch schnell mache, ist Folgendes. Nämlich... Ich lausche. Hier oben nochmal die Decke 1 erweitern, damit es passt. So, da kommen jetzt noch schnell die Stahlplatten rein und dann... Ja, damit hättest du ruhig noch eine Sekunde warten können, damit... Hier kein Fels in die Decke ragt. Bohr das weg. Ja, mach ich ja gerade. Aber sammel schön deine Krümel auch ein, ja? Ich werde den Teufel tun. Ich hab doch dich. Nee. Finde ich, geht überhaupt nicht klar. So. Alter, wie gierig sind denn diese Raffinerien? Krallen sich hier das ganze schöne Eisenerz, das für die Lichtbogenöfen gedacht ist. Tja, wenn die sonst nichts haben. Die Lichtbogenöfen sind halt geradeaus. Ja, dann leuchtet es doch ein, dass die ganz normal weitermachen.
Ja, ein bisschen, aber es ist halt trotzdem doof. Deswegen versuche ich jetzt wenigstens mal einen wieder anzumachen. In Hoffnung, dass das nicht die komplette Dings abfuckt hier. Sieht gut aus. Nun denn, ja, gut, also wir werden uns dann gleich mal da weiter drum kümmern. Ich sage bis zur nächsten Aufnahme und tschüss. Tschüssi.